Viele von euch haben es sich gewünscht, endlich mal wieder was Neues auf Deutsch zu sehen und zu hören, zu bekommen. Und ja, diesem Wunsch gehe ich natürlich sehr gerne nach, endlich mal wieder hier und heute. Und zwar soll es heute, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel des Videos gesehen habt, um Musik gehen. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, auch in meine Livestreams, die ich mehr oder weniger unregelmäßig auf meinem Kanal mache, was ich denn für Musik höre. Und deswegen wollte ich heute mal ein Video machen, in dem ich euch meine CD-Sammlung bzw. nur einen Teil meiner CD-Sammlung präsentiere und ein bisschen dazu erzähle. So, die CDs sind in keiner Weise irgendwie sortiert oder so, sondern einfach in loser Reihenfolge. Die erste CD, die wir hier haben, ist Mumford & Sons Say No More. Das ist die erste CD von Mumford & Sons. Aber mir gefallen auch alle anderen CDs, alle anderen Alben von Mumford & Sons sehr gut. Ihr werdet feststellen, ich habe jetzt von ihm Interpreten, den ich gut finde, nur ein Exemplar, ein Album mitgebracht. Ich werde wahrscheinlich jedes Mal sagen, dass ich auch die anderen Alben gut finde. Also nur schon mal als Disclaimer. Wie gesagt, das ist das erste Album von Mumford & Sons. Hier sind so Klassiker drauf, Klassiker wie Little Lion Man, das werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, oder The Cave, zwei sehr gute Lieder, aber auch viele andere gute Lieder. Generell gefällt mir dieser Folk-Rock Sound mit dem Banjo, das oft implementiert ist, oder generell der Sound, der in diese Richtung geht, gefällt mir sehr gut. Ich habe die Band Mumford & Sons schon zweimal live gesehen. Einmal vor Jahren, wo sie noch nicht so bekannt oder erfolgreich waren, also schon, aber nicht so. Jahr nochmal, wobei mir da die Karten eigentlich viel zu teuer waren. Die haben, glaube ich, irgendwie 90 Euro oder so gekostet. Dann hatte ich aber das Glück, die Karten noch gewonnen zu haben, und dann war ich mit meiner Freundin doch noch beim Konzert, und das war sehr gut. So, nächste CD ist Musik ist keine Lösung von Alligator. Von euch auch kennen oder zumindest schon mal von gehört haben, ein deutscher Rapper, aber keiner, der in die Richtung Gangster-Rap oder sonstiges wie Haftbefehl oder Kollege oder so geht, sondern sehr intelligente, sehr satirische, ironische und auch sehr lustige Texte schreibt. Zum Teil mit sehr melodischen Hooks, weil Alligator auch sehr gut singen kann, deswegen sind seine Hooks oder Refrains, wie man es in anderen Liedern nennen würde, ja, sehr, sehr ansprechend und auch sehr, haben einen sehr hohen Ohrwurmfaktor. Also auch wenn ihr mit Hip-Hop nichts am Hut habt, bei Alligator kann man durchaus mal reinhören. War das so eine Art Unplugged-Konzert,
Also die Band ist wirklich recht unbekannt, aber sich für Indie-Rock oder Indie-Pop mit guten deutschen Texten interessiert, der sollte da definitiv mal reinhören. Also, wenn das was für euch ist, dann gebt ihm mal eine Chance. Was wahrscheinlich jeder kennt.
mäßige Musik, ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Und die auf diesem Album sind so Klassiker drauf wie American Idiot,